Am Samstag spielte die E-Jugend. Insgesamt nahmen 12 Mannschaften teil. Unter ihnen auch der Titelverteidiger vom Heinsberger SV. In Begleitung von Musik liefen alle Mannschaften auf dem Platz auf und wurden herzlich begrüßt. In zwei Gruppen wurden die Vorrundenspiele auf 3 Spielfeldern ausgetragen. Am Vortag fand das Turnier der F-Jugend statt. Ja, die F-Jugend steht relativ gut im Spielbetrieb. Wir haben ja hier in der Spielgemeinschaft mit Langenau über 40 Kinder, haben 3 Mannschaften im Spielbetrieb. Mehr übersteigt unsere Kapazitäten und wir haben im Turnier gute Platzierung erreicht. Platz 3, 4 und 6 und sind damit relativ zufrieden. DFB-Stützpunkttrainer Uwe Nestler vom Kreisverband Fußball Mittelsachsen war mit vor Ort. Heute bin ich eigentlich nur Beobachter für die Talente, die eventuell hier sich zeigen werden. Schön, dass so viele Mannschaften hier angereist sind und ich hoffe, dass es hier ein schönes Turnier wird. Leider kann ich nicht bis zum Ende bleiben, aber mir bleibt genügend Zeit, um hier vielleicht diesen oder jenen ins Förderzentrum zu holen. Das ist ja meine Aufgabe. Das werde ich heute auch wahrnehmen. Der DFB-Fußballverband sprach nach den Jugendfachtagungen im Jahr 2013 die Empfehlung aus, die Fairplay-Liga bei der Jugend umzusetzen. Der DFB verfolgt ein Konzept, das besagt, dass in Kinderbereichen eine sogenannte nach Fairplay-Regeln gespielt wird, das heißt ohne Schiedsrichter und ohne Ergebnisprüfung. Und das soll im Kreis Mittelsachsen im nächsten Jahr eingeführt werden in der F-Jugend. Beim Turnier der E-Jugend nahmen 3 Mannschaften aus Brand-Erbersdorf teil. Also wir sind im Nachwuchs generell gut aufgestellt. Wir kooperieren in allen Altersklassen mit der SV Fortuna Langenau. Wir haben alle Altersklassen besetzt, zum Teil mehrfach, bis zu 3 Mannschaften in den kleineren Altersklassen, also F, E und D Junioren. Wir haben eine ganz gute Nachwuchsarbeit. Also im Großen und Ganzen sind wir 3 Mannschaften im Spielbetrieb, was die E-Junioren anbelangt, haben ca. 25 Kinder im Spielbetrieb und bestreiten die Punktspiele mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga und mit 2 Mannschaften in der Kreisklasse. Die Brand-Erbersdorfer setzen sich folgendes Ziel. Das Ziel unserer Junioren ist ja hauptsächlich, die Kinder weiterzuentwickeln, zu den Kindern was beizubringen. Da ist eigentlich das Ergebnis zweitrangig, aber wenn man einen Sieg einfahren kann, dann nehmen wir den natürlich gerne mit. Natürlich hatte sich der Titelverteidiger aus Heinsberg etwas vorgenommen. Wir wollen den Titel wieder verteidigen. Wir haben die Jungs vorher gefragt, ob sie das wollen oder ob sie bloß so spielen wollen. Und die Jungs haben sich dafür entschieden, den Titel zu verteidigen. Bis zum Schluss blieb es spannend, welche Mannschaft nun in das Halbfinale einzieht. In den Vorrundenspielen fielen bis dahin insgesamt 126 Tore. Im ersten Spiel des Halbfinales spielte der Heinsberger SV gegen Barkas Frankenberg. Der Titelverteidiger konnte sich hier mit 3:0 durchsetzen. Der Chemnitzer FC spielte im zweiten Halbfinalspiel gegen Saxonia Halsbrücke. Am Ende hieß es 4:1 für den Chemnitzer FC. Für den Trainer war das Turnier sehr wichtig. Was immer wichtig ist bei den Turnieren, ist, dass kurze Wartezeiten für alle Mannschaften sind und viel Spielzeit. Darauf kommt es an in dem Alter. Am Ende gar nicht so, wer gewinnt. Ne? Und so hat man die ganze Bandbreite dabei. Ein paar gute Gegner, auch mal ein Gegner, der ein bisschen schwächer ist. Ne? Und da müssen sich die Jungs drauf einstellen und das ist das, was uns wichtig ist. Ja, wenn man im Halbfinale ist, wollen die Jungs natürlich schon auch gewinnen. Also die sind heiß. Ne? Wir wollen sehen, dass sie ihr Zeug machen, was wir denen so ein bisschen mitgeben. Ja, dass sie das auch anwenden, was wir im Training probieren. Das wollen wir sehen. Die jungen Spieler sind mit Begeisterung und Elan hier mit dabei. Ich finde es ganz schön. Es sind mehrere Spielfelder und das finde ich sehr cool. Wir wollen ja bis zum letzten Spiel waren wir in unserer Gruppe ja noch Erster, aber im letzten Spiel waren wir dann wieder nur Dritter in der Gruppe, wenn wir halt verloren haben. Zu gewinnen, mindestens einen 3. Platz zu machen, aber wenn gut ist, den 1. Torschützenkönig zu werden. Auch die Jugendfeuerwehr von Brand-Erbersdorf unterstützte das Turnier. Mit dem Verlauf des Turniers waren auch die Eltern sehr zufrieden. Ja, ist schön und Hauptsache, die haben ihren Spaß. Die bringt das gut, genau. Und vor allen Dingen sitzen sie nicht am Computer und sind vertan. Na, ich find's klasse, dass sie die Möglichkeit haben hier. Andere haben das nicht. Ein sehr schönes Turnier, schönes Wetter, super organisiert und bis jetzt läuft's super. Sehr gut organisiertes Turnier, das Essen stimmt und die Stimmung ist super und das Wetter spielt super mit. Ist schön, macht schon Spaß. Um Platz 3 spielte Halsbrücke gegen Frankenberg und im Finalspiel standen sich der Titelverteidiger vom Heinsberger SV und der Chemnitzer FC gegenüber.
Am Ende des Turniers stand fest, dass der Chemnitzer FC als Sieger hervorging. Sie nahmen den Wanderpokal für ein Jahr mit nach Hause. Barkas Frankenberg belegte vor Saxonia Heilsbrücke den dritten Platz. Nun gab es noch ein Abschlussfoto als Erinnerung und der Vereinschef des FSV Motorbrand Erbesdorf war mit der Vorbereitung und der Durchführung des Turniers sehr zufrieden. Mein ganz spezieller Dank gilt allen Sponsoren, die uns wieder tatkräftig unterstützt haben, nicht nur bei diesem Turnier, sondern auch über die ganze Saison. Und ich möchte mich ganz, ganz recht herzlich bedanken bei allen Übungsleitern und bei dem Team, was dieses Turnier in einer Mammutarbeit wieder geschaffen hat. Damit der Fußballnachwuchs auch weiterhin gut trainiert werden kann, muss ein ganz wichtiges Problem gelöst werden. Was wir ganz, ganz dringend brauchen, sind engagierte Trainer und Übungsleiter, die in ihrer Freizeit diese Jugendlichen anleiten und trainieren. Wir als Verein engagieren uns auch bei der Ausbildung der Übungsleiter. Das heißt, wenn diejenigen Eltern dann einen Trainerschein machen wollen, unterstützen wir das mit der Finanzierung dieses Trainerscheins. Der Spaß am Fußball und die Entwicklung des Kindes und seines Talentes stehen im Fokus. Das Ziel ist, langfristig gut ausgebildete und motivierte Spieler mit Spaß an der Bewegung und dem Fußball zu erhalten.